Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergen bzw. Gnomfreunde zu Dwarf Fortress Masterwork Gnome Variante. Jo, wir haben ja letztes Mal ganz spontan mit unserem Gnomfor angefangen. Ja, sehr spontan. Und ja, wir haben schon mal die Anfänge, also wir haben einen ersten Raum in unserem Fort. Schon unsere ersten Verteidigungseinrichtungen, also Brücke, Burggraben und so weiter. Wir haben hungrige und durstige Gnome und wir haben noch viel, viel zu tun. Also das erste Ziel, was ich habe, ist es erst einmal, will ich euch kurz zeigen, den sogenannten... wo ist er? Administration, genau. Den Seismic Telegraph zu bauen. Den hier. Also Alt-Q. Den brauchen wir nämlich, um neue Migranten und Karawanen anzulocken. Also Gnome sind da ein bisschen speziell. Die sind ziemlich paranoid. Die kommen halt nur, wenn wir wirklich mit so einem Telegraphen neue anfordern. Wenn wir keine anfordern, denken sie, dass... denken sie eben, dass unser Fort gestorben ist. Und sie schicken einfach keine Immigranten mehr. Was schlecht wäre. So, okay. Um aber so einen Seismic Telegraph zu bauen, zeige ich euch mal kurz, brauchen wir 8 Mechanics, also Mechanisms. Ja, Mechanisms. Und wir brauchen... Mann, ist die Herbstmusik nervig. Und wir brauchen einen Heavy Rock Piston. Und mit Rock, das habe ich schon mal nachrecherchiert, ist ein nicht biologisches Material einfach gemeint. Also klar, also hauptsächlich Metall. Aber, wenn ich mal kurz das zeige, in unserem Manager, also U und M, ruft den Manager auf. Und hier unter mit Q nach einer Pistensuche. So. Dann sieht man hier, dass ich auch Glaspistons herstellen kann. Also neben den ganzen Metallpistons kann ich auch eine Heavy... Green Glass Pisten machen, genau. Special Metal Pistons, genau hier, Green Glass Pisten. Ich hoffe einfach mal, dass diese Pisten reichen wird, um einen Seismic Telegraph zu bauen. Wobei ich mir das auch ziemlich imbar vorstelle, so ein Seismic Telegraph. Ja. Wie soll ich es ausdrücken? Das Ding ist eben seismisch, also das verursacht, übertrieben gesagt, Erdbeben und damit morsen wir. Also morsen die Gnome. Also wenn sie mit ihrem Heimatland reden wollen, verursachen sie einfach mal große Erdbeben, die Gnome. Ja, klingt fast schon etwas übertrieben. Hm? So, wie machen wir jetzt aber erstmal bis dahin weiter? Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Räumlichkeiten, wo wir den Seismic Telegraph auch aufstellen können und so. Und wir müssen gucken, dass wir die ganzen Steine, die wir da noch so rumliegen haben, mal endlich loswerden. Also wir müssen auf jeden Fall noch eine Etage tiefer gehen. Mindestens. Und dann müssen wir auch irgendwann mal wieder höher gehen, um hier oben irgendwo Farmen zu bauen. Also hier sieht es sandig aus, also würde ich mal sagen, wir können gucken, dass wir unsere Farben irgendwo hier in der Gegend etablieren. Also würde ich fast schon mal sagen, wir graben einfach hier. Nö, das würde ich nicht machen, ich würde hinter der großen Haupthalle so rum und irgendwo hier Treppen nach oben und nach unten graben. Das würde ich am besten finden. Dann können wir dann von dort aus nach unten unsere ganzen Fabrikräume errichten. Und ja, mit Fabriken meine ich wirklich Fabriken.
nämlich unter den Workshops, gibt es hier Auto Manufacturing. Okay, da ist das G abgeschnitten. Ich ruf's mal auf, genau. Also mit Tab macht man hier das Ding größer. Karte. Und hier ist alles so. Und zwar gibt es Auto Manufacturing, ja. Pff. Schwere Sprache, hä? Wie auch immer. Erstmal das Wichtigste, was alle Maschinen brauchen, ist ein Input und ein Output. Das sind die ersten beiden. Also das müssen wir an jede Maschine nachher dran pappen. Aber später dann wollen wir Stonecutter, Woodcutter bauen, um eben aus Stein und Holz Blöcke zu machen. Ein Furniture Assembler kann daraus dann unsere Möbel machen. Der Autotailer, der tut, soweit ich weiß, Klamotten machen. Ja, genau. Das Execution Device, das brauchen wir auch dringend, um Gefangene zu exekutieren. Ja, das klingt hart. Gnome sind ja eigentlich friedfertig, aber die exekutieren halt ihre Gefangenen. Also werden wir viele Käfigfallen bauen werden müssen. Der Grinder, was der nochmal macht, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, der sammelt einfach alles ein. Der Item Decorator, der veredelt unsere Items mit Staub. Ich glaube, dafür sorgt sogar der Grinder, dass wir diesen Staub kriegen. Der Arc Furnace, den brauchen wir, um Sachen einzuschmelzen. In der Thunderforge schmieden wir Sachen und die Sortiermaschine ist eigentlich, wenn wir später aufwendige Sachen machen wollen. Also aufwendige Maschinenkomplexe, wo alles sortiert wird und so, aber ich weiß nicht, ob wir überhaupt so weit kommen. Wichtig ist aber erstmal, bevor wir überhaupt mit Automatisierung anfangen, brauchen wir... ja, ich will nicht sagen Strom, weil Strom stimmt nicht ganz. Wir brauchen Energie. Energie passt besser. Und zwar kriegen wir die Energie halt standardmäßig... Machine Components müsste das sein. Das war falsch. Genau. Genau, Water Wheels. Mit Water Wheels können wir unsere Maschinen betreiben, also die sorgen für Energie. Und mit Gear Assemblies schließen wir dann die Water Wheels an unsere Maschinen an. Und um das Water Wheel eben zu betreiben, brauchen wir Wasser. Was ja klar sein dürfte. Und um am Wasser am besten zu kommen, brauchen wir Buildings. Workshops, da ist es ja. Und ja, die Herbstmusik nervt langsam. Bum, 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 wo ist er? Genau, den Drilling Rig. Der Drilling Rig, das ist einfach eine riesengroße Schraube, sag ich mal, die Wasser von unten nach oben pumpt. Und um die zu bauen, brauchen wir noch ein enormes Drill Bit, das wir auch aus Glas herstellen können. Also ist unser erstes Ziel, erstmal unsere Glasherstellung ein bisschen anzukurbeln. Es müsste ja irgendwo... Ich weiß nicht, ob es im Jewelers Workshop gemacht werden kann. Das müssen wir halt gucken. So ausführlich war das, das Manual leider nicht. Oder ob wir den Tinkers Workshop dafür brauchen, um Glaskomponenten herzustellen. Das werden wir dann aber sehen, wenn es soweit ist. Das erste Wichtige, was wir machen müssen, ist jetzt erst einmal ein bisschen expandieren, was unsere Räumlichkeiten angeht. Da müssen wir gucken, dass wir den Seismic Telegraph aufsetzen, dass wir Karawanen anfordern können. Wir könnten auch auf Networld gehen, aber habe ich nicht so wirklich geplant. Wenn, dann kaufen wir uns, wenn möglich, Tiere von unseren Verwandten. Wenn nicht, dann können wir den Naturschrein auch im nächsten Jahr noch aufsetzen. Das hier sind übrigens neue Standardgebäude durch die Mod. Die haben also auch Zwerge und so.
Die werden wir wahrscheinlich später auch brauchen, vor allem die Stables, weil dort werden Nutztiere gefüttert und die Brewery ist einfach eine bessere Brauerei. Also gut, wir werden uns jetzt erstmal darum kümmern, A, dass wir den Seismic Telegraph aufsetzen. Dann kümmern wir uns um die Wasserversorgung, dass wir an Wasserkraft kommen und unsere Gnome was zu trinken haben. Wobei, wir kümmern uns wahrscheinlich zuerst um die Farmen, dann um die Wasserversorgung und dann setzen wir unsere Maschinen in Gang. Das ist so jetzt der Plan, den ich habe. Also, das heißt, wir geben erstmal wieder eine Designation. Oh, nebenbei, was ich noch gar nicht gesagt habe, bevor wir weitermachen. Ich habe unsere Leute benannt. Wie man hier so schön sehen kann. Also die Leute, die mir Kommentare geschrieben haben, schon in der zweiten Staffel, dass sie gerne ein Zwerg sein möchten. Die Liste habe ich jetzt genommen und habe einfach mal jeden hier so eingefügt. Sind zwar nicht viele Leute, aber man sieht so ein paar. Also Chris ist wieder mit dabei, Piggledy, diesmal als unser Braumeister, nicht als unser Koch. Ich bin natürlich der Chefingenieur, der Chefmechaniker. Und so weiter. Wagrem, unser Glasmacher. Ragimann wollte natürlich ein Schmied sein, also hat auch einen Schmied bekommen. Und ja, Chris wollte ein Miner sein und da mein Stonecrafter-Gnom gleichzeitig ein Miner-Gnom ist, ist Chris eben jetzt mein Stonecrafter-Gnom geworden. Der einzige, der jetzt doppelt vorhanden ist, ist Joker, weil der sich mittlerweile in YouTube zu Dweller umbenannt hat. Und ich jetzt nicht wusste, ob er wieder als Joker dabei sein wollte oder als Dweller. Also bitte ein kleines Feedback deswegen, dass ich weiß, welchen von beiden ich rausschmeißen soll. Okay. Ja, wir haben noch nicht viele Gnome. Das wird sich in der nächsten Zeit auch wahrscheinlich nicht ändern. Gut, die ersten beiden Migrantenwellen, die sind geskriptet natürlich. Also kriegen wir noch eine Migrantenwelle. Aber ob das auch nur Kids sein werden, ich hoffe mal nicht. Pets, wir haben ein Pferd. Leprechauns? Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Wir haben Leprechauns. Ja, a squat gliding humanoid creature that lives in the Fair Forest. They are known to be the font of gold. Ja, also wir haben Kobolde hier. Wo sind denn die Jungs? So ein Creature. Tatsächlich ein Leprechaun mit einem dicken Hut. Gut, so, lassen wir uns nicht weiter ablenken. Wir gehen jetzt erst einmal an die Arbeit wieder. Hoffen, dass in der Zwischenzeit auch die letzte Brücke hier gebaut wird. Die ist ja hoffentlich nicht suspended. Nein. So, das heißt Designation. So. Bauen wir erst einmal hier so einen Gang. Dann bauen wir hier einen Gang. Und dort kommen am Ende Up and Downstairs. Das dürfte ja. Ja, das reicht da auf jeden Fall dran vorbei. Hier auch. Wir wollen ja eh wahrscheinlich nur eine Etage höher und uns hier unten mit den Farmen begnügen. Dann werden wir auch unsere Küchen und alles da hoch verlegen. Also ich werde ein bisschen freizügiger bauen dieses Mal. Nicht so wie in den anderen Forts, wo ich alles nach System baue, mehr oder weniger. Obwohl, sollte ich eigentlich machen. Du bist direkt, ja, hier. Gut, da kommen hier oben nur Farmen hin. Ja, und die Musik geht wieder los. Toll, hier buddel ich direkt daneben rein. Das war vielleicht nicht ganz so toll gelöst. Wie mache ich das am besten?
Ach, ich mache wirklich hier nur Downstairs und die Upstairs mache ich neben irgendwo ein bisschen anders hin. Also ich mache hier noch ein bisschen Platz. So. Dann kommen da Downstairs hin. Downward Stairway. So. Und hier mache ich nur Upward Stairway hin. Genau, und die... wo ist hier ungefähr die Mitte? Hier ist die Mitte. So, das heißt... Genau so, und dann mache ich hier Upward Stairways. Ups, das war jetzt zu viel. Und mache hier oben Downward Stairways mit einem J. Genau. So, das heißt, hier meine ich weiter. Und dann hier um die Ecke. Und dann gucken wir mal, wie wir hier eine große Farm anlegen werden. Wahrscheinlich einfach so lang und dann immer so Zwischenabschnitte, wo ich dann einzelne große Farmplots einfach so in die Mitte setze, mit Wegen außenrum. Natürlich erst, wenn wir auf passenden Untergrund gestoßen sind. So, jetzt wollen wir aber falsche Richtung. Weil eins weiter oben ist auch schlecht, wobei hier hätten wir viel mehr Platz für Farmen. Und das hier ist, soweit ich das erkennen kann, auch... Ups, falsche Taste. K wollte ich, nicht J. Pete. Pete müsste, glaube ich... probieren wir es einfach mal. Building, Farmplot, genau. Farmplot, hier nicht. Die Zollohrmatt, genau. Ich könnte also theoretisch auch hier... Hier hätte ich auch viel mehr Platz, um ordentlich Farmen zu errichten. Könnte ich theoretisch... Ups. Noch höher graben und dort dann Farmen errichten. Wo ich mir dann sicher sein kann... dass ich genug Platz habe. Also wir sind hier, kommen jetzt hier Up and Down Stairways hin. So, und hier kommen jetzt Downward Stairways hin. Genau, so. Weil ich möchte nicht wieder sowas wie im zweiten vormachen, wo ich ewig lang brauche für die Wasserversorgung. Gut, jetzt ist es hier wichtig. Hier kommt erst einmal ein langer Weg. Ups, das war jetzt zu breit. Gut. Und dann brauchen wir hier so eine Art Tinkerhalle, sage ich nicht das ganze Mal. Eine Tinkerhalle. Oh, hier sind wir übrigens auf der Höhe, wo nachher auch das kommen soll. Also ja, bauen wir hier eine Tinkerhalle hin. Wie breit habe ich das nochmal gemacht? Ja. Das brauche ich ja hier unten nicht so breit machen. Das kann ich ja anders machen. Also sagen wir von hier bis hierhin. So. Kommt die Tinkerhalle. Also da werden nachher unsere Tinkers-Workshops, unsere Mechanics-Workshops, all die Sachen eingelagert. Und ich glaube, das war 1 zu viel, oder? 2, 2, 2, 2. Ne, passt. Gut. Das heißt... Remove Designation... Ah, das war, glaube ich, nicht so richtig, oder?
Doch, das war ganz kegelig, ich mal.